In dem heutigen Video stelle ich dir mal meine Top 4 Gaming-Projekte der Zeit vor, in welche ich derzeit noch investieren würde, und dazu zeige ich dir noch, welche ich auch nicht investieren würde, in welche Gaming-Projekte, welche für mich schon, sage ich mal, ausgestorben sind und welche und in welche ich halt eben dementsprechend nicht mehr investieren würde. Falls du es nicht verpassen willst, bleib jetzt unbedingt am Start. So Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dem heutigen Video, wie bereits im Intro erwähnt, zeige ich euch heute mal meine derzeit Top 4 Projekte, in welche ich investieren würde und in welche nicht. Und fangen wir jetzt erstmal an mit den Projekten, welche halt eben ja sehr stark im Hype waren oder beziehungsweise sehr beliebt waren im letzten Bullrun noch und aber auch generell beliebt waren bei der Masse und welche halt eben jetzt nicht mehr wirklich relevant sind. Als erstes haben wir Axie Infinity. Und Axie Infinity ist noch ein Kandidat, in dem man vielleicht sagen könnte, ja, man könnte überlegen, zu investieren in diesen Token. Allerdings würde ich heutzutage nicht mehr in Axie Infinity investieren. Hab auch noch nie in Axie Infinity investiert. Hab's auch schon mal gezockt, das Game. Allerdings war ich erstens davon nicht so ein Freund. Und zweitens finde ich einfach, dass ja, die Playerbase nicht mehr so stark ist wie damals und auch wahrscheinlich der Preis nie wieder erreicht wird oder auf jeden Fall nicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren, wie halt eben der Preis damals bei dem Gaming-Hype. Deswegen Axie Infinity, erster Kandidat, in welchen ich schon mal hier nicht mehr investieren würde. Des Weiteren eine alte Liebe von mir, und zwar Gala Games, Freunde. Ja, was soll ich sagen? Gala Games ist wirklich sehr, sehr stark gehypt gewesen im letzten Bullrun. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen, als ihr im letzten Bullrun dabei wart. Ich war es nicht, habe aber trotzdem davon mitbekommen. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Gala Games ist im Moment wirklich auf dem absteigenden Ast. Ich denke, so sagt man das. Weil derzeit, finde ich, hört man von Gala Games fast absolut gar nichts mehr. Sie arbeiten derzeit an Gala Music, haben jetzt irgendwie einen Music Token rausgebracht, Gala Films. Aber an Gaming, was hier eigentlich der größte Bestand ist, arbeiten sie, finde ich, viel zu wenig. Und ich finde, sie sollten halt erstmal wirklich Gala Games groß machen, bevor sie hier Gala Music und Gala Films machen. Klar, das sind wirklich coole Sachen, was sie da machen. Aber ich finde, sie sollten erstmal richtig gute Spiele machen und wirklich auch sich darauf fokussieren, das wirklich rauszubringen, das irgendwie richtig gut zu vermarkten. Und dann kann man die ganzen anderen Produkte noch machen. Allerdings, ja, ist derzeit für mich Gala Games nicht mehr interessant. Deswegen habe ich auch nur noch einen winzigen Bestand von Gala und habe fast gar keine Gala Games mehr in meinem Portfolio. Wo ich auch nicht investieren würde, ist Sandbox. Für mich absolut langweiliges Game. Würde ich, ja, nie wieder zocken. Also, ich habe es einmal, zweimal gezockt. Damals vor ungefähr 1,5 Jahren, wo ich angefangen habe, oder vor 2 Jahren mittlerweile mit Krypto, habe ich mal von gehört, war es noch relativ im Hype. Sandbox getestet. Fand es langweilig. Man konnte da nur Events halt anschauen. Das war auch ganz cool, muss ich sagen. So verschiedene Events von verschiedenen Prominenten. Konnte man rumlaufen, ein bisschen mit Spieler interagieren, aber auch nicht wirklich viel. Man hatte dieses Metaverse-Feeling quasi, aber mehr hatte man auch nicht. Also man konnte ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Events sich anschauen, Münzen sammeln. Das war's. Also da gab es nicht wirklich viel, was man irgendwie krass Actionmäßiges machen kann oder dass es viel Unterhaltung einem geboten hat. Also ich fand es sehr langweilig, deswegen würde ich auch heutzutage in den Sand-Token nicht mehr investieren. Des Weiteren noch der letzte Coin jetzt von meiner Liste, sonst würde das Video einfach viel zu lang werden, in welchen ich nicht investieren würde, ist einmal der Apecoin als letztes jetzt hier noch. Ja, Freunde, der Apecoin war wirklich hier jetzt in den letzten Monaten absolut gar nicht mehr präsent und eigentlich auch schon seit einem Jahr. Ich hatte damals 2023 im Januar, glaube ich, das erste Mal in den Apecoin investiert. Damals noch wirklich war ich sehr gehypt, fand das wirklich cool mit dem Bored Ape Yacht Club NFT-Universum und mit dem Otherside Metaverse und so weiter. Sie haben damals ja richtig viel Werbung auch schon gemacht. Aber seitdem ist irgendwie nicht viel passiert. Und bis heute irgendwie stellt sich die Frage, was ist jetzt mit dem Otherside Meta? Was kommt da jetzt noch was? Für wen ist das jetzt zugänglich? Wann können das alle nutzen? Gab immer wieder Playtests, aber nur für Holder von den NFTs, die bereits immer noch über 10.000 Euro, glaube ich, am günstigsten kosten. Also ja, immer noch sehr, sehr krasser Einstiegspreis, wie ich finde. Und ja, es ist halt einfach nicht für die Masse derzeit immer noch offen. Deswegen bin ich nicht wirklich Fan von dem Projekt. Generell, sie haben halt wenig wirklich, was sie auch machen derzeit. Zeigen nichts, klar.
krasses Team hinter, aber es ist wirklich kein Investment für mich mehr wert. Aber Freunde, lassen wir jetzt die ganzen Projekte, in die ich nicht mehr investieren würde, hinter uns und schauen uns jetzt Projekte an, in welche ich heutzutage investieren würde, aus dem Gaming-Bereich, / Metaverse, aber eher der Gaming-Bereich. Als erstes, Freunde, haben wir Xverse und Xverse ist jetzt noch relativ neu. Sie haben hier auch jetzt eine neue Webseite, die ja gar nicht so viel unterschiedlich ist zu der letzten Seite. Allerdings zeigen sie jetzt hier noch mehr Gameplay direkt, was sie auf der letzten Seite nicht gezeigt haben. Und man sieht hier wirklich schon das Gameplay. Und ich kann das nur bestätigen, weil ich mittlerweile Xverse auch zocken konnte in einer Beta. Ich glaube, das war eine Beta oder eine Alpha-Version noch der Zeit, wenn ich das Video hochlade, kann man immer noch Xverse zocken, soweit ich weiß, auf dem Epic Games Store. Kostenlos runterladen, einfach runterladen und dann könnt ihr Xverse jetzt auch mal testen. Und Freunde, ich sage nur so viel, was ihr hier sehen könnt, ist 1:1 wirklich das Game und es macht wirklich Bock. Also ein, zwei Runden gab es, da waren nicht so viele Spieler, ist ein bisschen dann langweilig, waren zwei Spieler nur irgendwie in der Runde. Ausgelegt ist es, glaube ich, für 16 Spieler insgesamt auf einer Karte. Da war es halt ein bisschen langweilig, musste man erstmal die Gegner suchen, wo die sind. Aber ich hatte ein, zwei Runden auch wirklich, die wirklich Bock gemacht haben, wo viele Spieler auf der Karte waren, wirklich. Und das hat wirklich schon Bock gemacht. Ich finde aber wirklich, dass das Movement tatsächlich schon sehr, sehr krass ähnelt zu diesen ganzen großen Games, die halt eben im Web2-Bereich bereits draußen sind. Deswegen, checkt jetzt gerne mal Xverse ab. Super, super geil. Hier die Webseite gefällt mir auch jetzt richtig gut. Hier wird auch nochmal die Story kurz erzählt, auch jetzt nochmal kurz hier mit einem Video dabei. Bei der letzten Webseite gab es ja keine Videos, da gab es nur Bilder. Finde ich richtig gut, dass hier wirklich auch jetzt Videos sind. Und hier auch nochmal die ganzen Gameplay-Footage, Bilder von den ganzen Beta-Phasen. Und ihr seht schon, Freunde, das Game sieht wirklich sehr, sehr gut grafisch aus. Nicht nur grafisch, sondern es spielt sich auch gut. Überzeugt euch selber. Xverse einfach im Epic Games Store runterladen und es kommt noch einiges auf uns zu und wie ich angekündigt hatte bzw. predicted habe, nachdem das Game halt eben jetzt öffentlich nochmal, sag ich mal, rauskam, noch nicht Full Release, aber eben jetzt längere Zeit man es zocken kann, nachdem ist der Token auch direkt angestiegen. Ich glaube jetzt in den letzten Tagen haben wir auch irgendwie ja 40-50% plus gemacht, hatten aber auch mal mehrere Tage am Stück, wo wir halt eben 30% insgesamt dann gestiegen sind, dann auch wieder natürlich gefallen, aber das gefällt mir derzeit wirklich gut und auch beim Kurs, also beim Chart, ist auch wirklich jetzt was los. Und sie haben hier bereits angekündigt, dass sie eine neue Map jetzt bald rausbringen, vielleicht ist die auch schon draußen, müsst ihr einfach mal schauen, wenn ihr das Game startet und die, finde ich, sieht tatsächlich richtig gut aus, Freunde. Also das könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber guckt euch mal bitte an, wie geil diese Map aussieht, also die sieht doch wirklich sehr, sehr episch aus. Des Weiteren zeigen die halt immer wieder Videos, Ausblicke und ja, eben was noch kommt. Sie zeigen hier Gameplay von den Beta-Phasen, zeigen hier ein Video, hatten wir auf der Webseite gesehen. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und Xverse ist derzeit einer meiner Favorite Games, was jetzt so alleine nur Games angeht, welche derzeit schon spielbar sind. Deswegen checkt unbedingt Xverse ab, folgt den guten Dudes unbedingt auf X und unbedingt spielt das Game unbedingt mal selber, damit ihr wirklich euch von überzeugen könnt und ja, dass ihr einfach nicht auf eine Meinung quasi vertraut, die ich halt eben sage. Deswegen ladet euch jetzt gerne Xverse runter. Das zweite Projekt, wer hätte es gedacht? GameGPT. Ja, GameGPT brauche ich auf dem Kanal, glaube ich, hier nicht mehr wirklich viel zu erzählen, was sie hier wirklich machen. Aber trotzdem erkläre ich nochmal kurz immer in jedem Video, was GameGPT ist. Denn GameGPT hat als Plan, einen Game Builder rauszubringen, wahrscheinlich noch dieses Jahr, spätestens Anfang 2025, welcher es Spielern erlaubt, mit einfachen Prompts, wie ihr zum Beispiel bei ChatGPT eingeben könnt, ganz easy komplette Games zu erstellen. Von dem Hintergrund bis zur Spielfigur, bis zur Titelmusik, alles könnt ihr mit einfachen Prompts und euren Ideen erstellen in einem sogenannten Game Builder. Auf Discord habt ihr auch eine Demo schon bereits vorhanden, wo ihr seht, wie das Ganze dann später funktionieren wird. Gerne auf den Discord joinen. Sehr, sehr interessant. Des Weiteren gibt es hier einen Arcade quasi Raum oder Arcade Webseite. Dort könnt ihr verschiedene Arcade Games zocken. Auch sehr, sehr cool. Manche machen davon echt etwas Spaß. Kann man durchaus einfach mal ein paar Games davon zocken.
Derzeit gibt es noch nicht viele, aber da kommen nach und nach immer mehr. Also ein bisschen so wie Nakamoto Games quasi. Das sind ja auch quasi Arcade Games. Und das halt eben auch ein Produkt von Prism. Prism ist halt eben das Oberprojekt hinter GameGPT bzw. hinter dem Game Builder. Dann gibt es auch noch Prism Challenges. Da könnt ihr einfach Challenges für normale Web 2 Games machen. Heißt, ihr könnt hier Challenges erstellen und die Leute können dann beitreten. Und dann könnt ihr um eine Gebühr bzw. um ein Pot quasi kämpfen in diesem Game quasi, wer die meisten Kills hat. Und dieser bekommt da halt eben die ganzen Sachen quasi, also die ganzen Entry-Fees, was die Leute jeder bezahlt hat. Und dann häuft sich das halt eben und dann bekommt ihr halt eben, was in diesem los ist, das Komplette, der Gewinner halt eben. Und so könnt ihr halt auch super easy, indem ihr euch einfach hier einen Account erstellt, Wallet verbinden, das war's. Einfach super gerne teilnehmen und in normalen Web2-Games auch neben dem ihr halt auch eben ganz normal Spaß habt mit euren Freunden zum Beispiel. Und ja, das soweit hierzu. Prism Challenges kann ich absolut nur empfehlen, challenges.prism.ai. Checkt das wirklich mal gerne aus, wenn ihr eines von diesen Spielen ja ab und zu mal oder vielleicht sogar jeden Tag zockt, dann kann ich euch das hier nur empfehlen, dass ihr halt auch eben nicht nur eben diese Games zockt, sondern auch nebenbei noch was vielleicht euch verdienen könnt, indem ihr halt eben bei diesen Challenges gewinnt. Kommen wir jetzt zu einem Projekt, was noch gar nicht ich hier auf, glaube ich, meinem Kanal fast behandelt habe. In einem Video habe ich, glaube ich, mal, soweit ich weiß, das behandelt. Und zwar geht es hier um Upcade. Und Upcade ist eine Gaming-Plattform. Ich würde sagen, ähnlich wie Nakamoto Games. Bloß der Unterschied ist, es gibt deutlich weniger Games noch. Das Ganze ist aber auch noch deutlich kürzer draußen. Upcade, ganz kurz was dazu, ist eine Gaming-Plattform auf LFZero. Größte Gaming-Plattform, soweit ich weiß, hier derzeit auf LFZero. Man kann hier derzeit 3 Games zocken, beziehungsweise 2. Einmal hier Block Spectre und Web3 Tanks und bald kommt hier auch noch Race and Explore bzw. Moonriders heißt das Spiel. Und hier kann man dann halt eben wahrscheinlich ein Auto steuern und ja, halt eben auch Arcade Games. Ähnlich wie halt eben bei Nakamoto Games und man kann hier zum Beispiel mal Block Spectre zocken einfach. Und dann kann man hier sehen, Block Spectre ist eigentlich ziemlich simpel erklärt. Es ist quasi ein Retro-Shooter. Ich denke, ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. Retro-Shooter, den man entweder offline zocken kann oder halt eben auf verschiedenen Servern. Man muss erstmal hier einen auswählen, macht man zum Beispiel Polen. Man kann hier eine Lobby createn, Join, Training und Find Match. Man kann hier erstmal Training machen, um ein bisschen zu verstehen, was ist das Spiel, wie geht das und so weiter. Deswegen würde ich erstmal hier Training auf jeden Fall an alle empfehlen. Und dann spielt ihr halt eben gegen Bots im Training. Und ihr seht schon, ich bin jetzt hier direkt in-game. Es ist ein Browser-Game, ihr müsst gar nichts downloaden. Genauso wie bei Nakamoto Games. Und ich finde, wer diese Retro-Style halt eben mag, für den ist, kann das wirklich sehr, sehr Spaß machen. Wir haben jetzt eine nicht so geile Waffe, wie ich finde. Also ich finde das Game schon wirklich geil, weil ich halt eben auch Fan von diesen Retro-Games bin. Okay, wir können ja eine andere Waffe. Ich finde Retro-Games sehr, sehr geil. Deswegen ist das voll meins. Also ja, es macht Bock, muss ich sagen. Klar, gegen Bots jetzt vielleicht nicht so, weil die können halt nichts. Ihr seht schon, die können mich nicht, ja, wirklich irgendwie in Gefahr stellen. Aber ansonsten, ja, ist das wirklich eine sehr, sehr coole Sache, wie ich finde. Und das ist halt eben nur ein Game. Später kommen halt eben noch mehr Games. Ich finde, das ist schon wirklich eine sehr, sehr coole Plattform. Und was natürlich das Besondere ist, ihr könnt halt eben auch noch auf dieser Plattform earnen. Nicht nur eben halt diese Games zocken. Deswegen ist es eine Web3-Gaming-Plattform. Ihr könnt hier verschiedene Tournaments teilnehmen. Das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und dann könnt ihr halt eben gegen andere Spieler, ähnlich jetzt wie beim letzten Projekt, eben verdienen. Und das Ganze, würde ich sagen, zeige ich euch jetzt einfach mal. So, denn sie haben hier ganz groß stehen Skill to Earn. Denn hier gibt es zum Beispiel unter anderem, wie man verdienen kann, Tournaments. Es gibt immer mal wieder, was sie auch ankündigen, sogenannte Tournaments. Des Weiteren stehen hier aber auch die Daten, wann hier Tournaments sind. Diese sind jetzt abgelaufen, gab aber zuletzt eben ein Tournament, wo man halt eben zum Beispiel 80 A0, 60 und 40 bekommen hat. Der erste halt eben 80, der zweite 60 und der dritte halt dementsprechend 40 A0. Man konnte hier sehen, wer halt gewonnen hat, wie viele Points und so weiter. Ich finde wirklich, die Plattform hat noch viel Potenzial. Gibt halt auch des Weiteren noch Web3 Tanks, das ist so ein 2D-Game, wo ihr halt eben mit Tanks quasi gegeneinander kämpfen müsst und halt eben viele Blöcke zerstören müsst. Ansonsten, wie gesagt, kommt hier das nächste Game bald raus. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich finde generell Upcade eine sehr, sehr coole Plattform. Vor allem, weil es auch mal auf LFZero ist, was ich sehr, sehr feiere. Und ich würde sagen, wir kommen zum letzten Projekt. Und zwar haben wir jetzt das letzte Projekt und zwar Wilder World. Dieses Game könnt ihr ebenfalls auf Epic Games derzeit schon zocken. Wilder World ist eher ein Metaverse, aber man kann es auch im Gaming-Bereich einordnen. Und ihr seht schon, Freunde, ich glaube, ich brauche hier nicht viel zu zeigen. Es ist ein
Ja, Racing Game, aber auch ein später First Person bzw. Third Person Game, wo ihr mit einem Charakter rumlaufen könnt. Ein wichtiger Aspekt, ihr könnt natürlich auch earnen, ihr könnt Kämpfe später machen, online und so weiter. Derzeit könnt ihr das schon runterladen, es gibt aber derzeit nur Racing, aber derzeit wird aktiv hier gebaut, dass hier halt eben auch noch mehr kommt. Derzeit der Chart von Wilder World, nicht wundern, warum das so komisch aussieht, wir haben hier gerade den 1-Minuten-Chart. Noch eine Stunde einfach mal gehen und dann seht ihr schon den Token. Könnt ihr auf meiner Meinung nach der besten Trading-Börse kaufen und zwar BitGet. Unten erster Link in der Videobeschreibung. Sehr, sehr gerne abchecken, wenn ihr den Wilder-Token bzw. den Wild-Token kaufen wollt. Sehr gerne über meinen Link Retonix bzw. bonus.bitget.com/retonix. Und dann könnt ihr euch hier anmelden und kriegt auch noch super coole Boni, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet, wenn ihr wie gesagt hier Interesse an dem Wild Token habt, checkt das gerne ab, auch auf Epic Games. Zockt das einfach mal gerne selber, überzeugt euch selber. Ich finde, das ist immer das Beste, wie man halt hier eben ja sehr, sehr gut einen Eindruck bekommen kann. Aber ansonsten war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Schreibt mir jetzt gerne deine Meinung. Was ist dein Lieblingsspiel von diesen Projekten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt einen wundervollen Tag und ciao, ciao.